Ja, und damit kritisiert Kretschmann ziemlich klar die Linie, die die Bundesspitze seiner Partei hier in Kiel vorschlägt, die nämlich beides will, Vermögensabgabe und Erhöhung des Spitzensteuersatzes. Die Debatte darum, sie hat vor anderthalb Stunden begonnen und Jürgen Trittin, der Fraktionschef, hat zum Auftakt diese geplante Steuererhöhung mit der notwendigen Entlastung niedriger Einkommen gerechtfertigt. Wir sagen, für diese Entlastung bei den Normalverdienerinnen müssen diejenigen einen Beitrag leisten, die es sich leisten können. Und deswegen finanzieren wir das durch eine Anhebung des Spitzensteuersatzes auf 49%. Das ist vernünftige Finanzpolitik. Hallo, liebe Aufrufer. Schief ist Englisch, Englisch ist modern. Also hier das kleine Rote. Ganz kurz hier zu meinem Layout, mein Display sozusagen, meine Bühnendekoration. Die ist natürlich minimalistisch. Das hat mit meinem materiellen und zeitlichen Druck zu tun. Es ist so knapp gemacht, wie es geht. Die Knappheit muss eine gewisse Einfachheit erreichen, sonst wird es durcheinander statt verständlich. Ansonsten ist Knappheit ja auch der Verständlichkeit dienlich. Dann möchte ich aber sagen, ist auf der anderen Seite entscheidend, was sagen denn die Benutzer, wie benutzen die das? Wer jetzt dieses Video auf dem Klo sitzend anschaut, braucht keine Sorge zu haben, dass ich da reingucken kann, es interessiert mich auch gar nicht, aber es ist durchaus möglich, das iPhone oder das Smartphone oder den, ich weiß nicht, was das alles für Alligators sind, die man heute hat, im Auto, beim Spaziergang oder sonst wo zwischendurch mal eben kurz anzugucken, das ist das kleine Rote und als solches muss es erkennbar sein. Alles andere lässt sich auch bei meinen 240 Pixeln überhaupt nicht auflösen. Das heißt, wenn ich hier an der Wand was schreiben will, kann man es da schon nicht mehr identifizieren, nachdem mein Video bei mir konvertiert wird und bei YouTube nochmal konvertiert wird und dann bleibt zurück. Ein solches scharfes Bild, dass ich hier wochenlang mit einem weißen Hemd auftreten kann, ohne dass man sieht, dass die Kragen völlig dreckig und verbeult sind, man sieht es nicht. Und das ist das kleine Rote der Wiedererkennbarkeit. Dennoch möchte ich gerne, dass jedes Video, eins nach dem anderen, immer kleine Unterschiede hat, sodass man es sofort auf den ersten Blick unterscheiden kann. Also zum Beispiel habe ich gerade die Aufnahme 1505 gemacht mit einer schwarzen Krawatte. Jetzt habe ich eine rote Krawatte. Diese beiden Videos sind jetzt umgekehrt, das ist egal, in der Reihenfolge anzuschauen. Und man sieht schwarze Krawatte, rote Krawatte, also Unterscheidung. Und viel mehr kann man nicht haben. Der rote Hintergrund, der hat den Vorteil, dass es ein Grauwert ist, der gegen Schwarz geht, sodass mein Gesicht bei dem wenigen Licht, das ich hier als Kunstlicht habe, also keine Studiobeleuchtung, dass das Gesicht erkennbar ist. Und zwar, wenn ich mehr Licht hätte, stärkeres Licht, dann würde folgender Effekt passieren. Ich führe das mal kurz vor. Also hier habe ich jetzt eine grelle Lichtquelle, ganz klein. Und jetzt folgendes, ein weißes Buch und das Gesicht wird dunkel. Das ist der Effekt, das dauert immer etwas, weil mein Gerät nicht ausgesteuert wird, sondern es autofokussiert die Blende. Mit anderen Worten, wenn ich mit den weißen, weißlichen Zeitungen hier hantiere, dann wird das Gesicht dunkel. Ich muss also immer auf diese Art von Licht schräg halten, Spiegelungen vermeiden und so weiter, damit ich mit wenig Licht ein halbwegs wiedererkennbar so und so weiter und so fort. Ich will hier gar nicht Grundkurses machen in Primitivproduktion eines ungeschnittenen Videos, sondern nur zum Verständnis sagen, wer dieses kleine rote Ding wiedererkennen kann, aha, Dietmar Möfs Lichtgeschwindigkeit, der hat damit einen Service von mir. Wer das nicht will, der guckt sich das auch sowieso nicht an und selbst wenn ich in Regenbogenfarben käme. So, jetzt zu meinem heutigen Thema der Tageszeitung. Ich habe also die Welt vom Springer Verlag, Samstag, 26. November, dann habe ich den Freitag von dieser Woche, das ist eine Wochenzeitung, die möchte ich heute extra vorstellen. Und dann die Taz von heute und dann die Frankfurter Allgemeine Zeitung von heute. Und da das ganz viel ist, ich habe heute wirklich vergleichsweise viele Stunden schon mit diesen Zeitungen verbracht, kann ich das nicht alles herausziehen, was jetzt sagenswert ist. Echtzeit habe ich einleitend
O-Ton vom Parteitag der Grünen in Kiel gehabt, wo tatsächlich einige, wenn ich so sagen darf, Extreme, also aus dem Parteienblock ausscherende Wertangaben gemacht wurden, insbesondere auch mit Blick auf die Parteiführung Trittin, den man sich ja als ein, meinetwegen Vizekanzler oder Finanzminister oder so, vorstellen können müsste, wenn man zu einem Regierungswechsel seine Stimme geben will. Ich wähle die Piraten und insofern muss ich mich eher darum kümmern, dass bei den Piraten Verstand einzieht und nicht der Medienhype, wie ich jetzt auf der Piraten-Homepage gesehen habe, Piratenpartei Deutschland, Süddeutsche Zeitung verlockt, also verlinkt, dann wird da über die Piraten geschrieben als Jugendbewegung, ja, zwischen Kinderporno und Kinderpartei. Die haben doch einen Vogel, vor allen Dingen der ganze junge Zulauf der Würstchen, die da jetzt rumhampeln. Also tut mir leid, ich habe keine Zeit dafür, Volkshochschule mit jedem zu machen, aber das ist doch nicht die Piratenpartei. Die Piratenpartei muss sich an ihrer Parteisatzung und an der politischen Agenda orientieren und nicht an der Frage, wollen wir 14-Jährigen das Wahlrecht geben, damit wir mehr Zulauf haben. Das ist nicht machtpolitisch, das ist nicht schmerzbefreit, sondern es ist einfach dämlich, sich damit überhaupt zu beschäftigen. Also mit anderen Worten, hier geht es um die Urteilskraft, hier geht es um wirklich schwerwiegende politische Probleme und um jetzt mal zu sagen, auf welchem Niveau wir hier sind. Die Tageszeitung Die Welt hat hier auch eine Glosse, vorne links immer, die heißt Zipperzapp. Das werde ich hier heute mal zum Besten geben, weil es nicht schlecht ist. Aber aufgepasst, bitte aufgepasst. Es geht nicht um die Nazis hier, es geht nicht um die NPD. Es heißt also Zipperzapp. Die überwiegende Mehrheit der Deutschen ist trotz der neuen polizeilichen Erkenntnisse gegen ein FDP-Verbot. Auf die Frage, was sie verbieten würden, wenn sie am Sonntag die Wahl hätten, antworteten nur 49% mit FDP. Viele denken, es wäre nicht hilfreich, die Partei zu kriminalisieren. Eine Demokratie müsse auch die FDP aushalten. Man solle stattdessen alle demokratischen Mittel ausschöpfen, um des Problems Herr zu werden. FDP-Aufmärsche lehnen die meisten ab. Nur 15% der Befragten glauben, dass Guido Westerwelle ein Terrorregime aufbauen wollte. Die meisten glauben eher, dass er eine schwere Kindheit hatte. Auf die Frage, sollte man die Mauer wieder aufbauen, um die FDP in den Griff zu kriegen, antworteten 66% mit weiß nicht. Auf große Resonanz stieß der Vorschlag, die FDP durch V-Leute beobachten zu lassen, die sich aus Gründen der Tarnung F-Leute nennen müssten. Andererseits nehmen 44% der Deutschen an, dass alles wieder gut wird, wenn Philipp Rösler die Pubertät hinter sich hat. Ja, das ist also hier auf der Welt vorne drauf und dann ist die Welt ein ziemliches Kilogramm von inhaltlichem Zeug. Und ich habe noch eins herausgesucht, also in Ägypten geht es drunter und drüber. Die Jugendbewegung dort ist nicht die ägyptische Gesellschaft. Barack Obama ist auch nicht der ägyptische Präsident. Wie zwischen diesen beiden nicht klar erkennbaren Konfliktlagen eine ägyptische befreite Gesellschaft staatlich gefasst werden kann, sehe ich nicht. Wie mit solchen arabischen Brüdern in Syrien der Präsident Assad integriert werden soll, ist mir ein Rätsel. Deshalb bringe ich jetzt hier noch ein zusätzliches Problem, denn wir haben ja hier die, in Deutschland auch die Surfer. Und zwar hier den Obersurfer, den ich kaum erwähne, aber hier ist er mal dran, Henrik M. Broder. Henrik M. Broder, der ist meines Wissens freier Journalist, hatte zeitweilig feste Beziehungen beim Spiegel, er ist glaube ich jetzt frei, er lebt hier überwiegend in Berlin. Henrik Broder, der sich immer für Israel einsetzt und der hat immer die Not, eine Pointe zu finden, aber er ist nicht originell genug, er findet keine. Und dann geht das immer auf sowas wie hier den Schlusssatz seines tollen Artikels,
Die Vorsitzende der Linkspartei, Gesine Lötzsch, weist immer wieder darauf hin, dass die Idee des Kommunismus nur missbraucht wurde, wobei sie gern dazu setzt, auch das Christentum habe eine Blutspur in der Geschichte hinterlassen. Die unterschiedlose Ablehnung von ganzen Menschengruppen, nicht aus politischen oder sozialen Gründen, sondern wegen angeborener Merkmale, schreibt der Kollege von der Zeit, ist eine einzigartige konzeptionelle Brutalität. Im Umkehrschluss heißt das, werden ganze Menschengruppen aus politischen oder sozialen Gründen abgelehnt, liegt keine konzeptionelle Brutalität vor, sondern ein politisches Konzept. Willkommen im Irrenhaus des Relativismus. Das ist hier Hendrik Brohner, der hier sagt, Linksextremismus soll weniger schlimm als Rechtsextremismus sein. Willkommen im Irrenhaus des Relativismus. Gut, also Herr Broder weiß gar nicht, was rechts ist. Deshalb gefällt ihm auch die Entwicklung in Israel so gut. Und die Lösungen von Broder d'accord mit Israel sind auch rechte Lösungen. Und zwar eigentlich mit der Begründung, linke Lösungen gibt es nicht. Das ist auch richtig so aus Sicht von Herrn Broder. Das hat mit seinen Augen zu tun. Gut, also ich wollte mal hier den Freitag heute vorstellen und nicht die Welt. Da ist hier noch etwas, was ich mir vorgenommen hatte. Hier die Ministerin Schröder, die ist wirklich das wandelnde Elend. Die kann wirklich sich mit Gutenberg zusammen in Rente begeben. Diese Frau Schröder, die sagt, sie finanziert doch geradezu Extremismusklauseln, den Kampf gegen Rechts. Nämlich, Rechts ist böse und muss verboten werden. Ja, das ist die Vorstellung von Frau Schröder. Ja, dann mal fröhliches Verbieten. Aber, in Klammern sozusagen, mein Tipp, Vorbild, die Vorbildrolle, das ist das, was gefragt ist. Ja? Wenn der Schäuble 26 Milliarden Konsolidierung nennt, was schlicht und einfach ein Schuldenwahnsinn ist, dann lügt er, dann ist er also unverlässlich, dann bricht er seinen Amtseid und dann wird er nicht als Vorbild funktionieren, sondern die rechten Kräfte sagen, das ist ja Staatsverrat an der Staatsspitze. Ich wiederhole mich, ich weiß es, aber es muss hier immer wieder angemerkt werden. So, jetzt habe ich also des Weiteren, da sind schon meine ganzen schönen Zeitungen geblieben, die Frankfurter Allgemeine Zeitung von heute und die Taz. Also die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die macht also Folgendes. Die hat hier das Problem erkannt, Käuferstreik, die Schuldenkrise. Und da wird davon geredet, dass der Staat, die Bundesbank, die Bundesrepublik Deutschland Staatsanleihen ausgegeben hat, auf die fast kein Zins versprochen worden ist, also kein zusätzlicher Verzinsungsgewinn sozusagen, keine Rendite. Und wer hätte es gedacht, die haben diese Staatsanleihe nicht abgesetzt. Nun war in den vergangenen Wochen die Flucht aus allen möglichen EU-Euro-Partnerländer-Staatsanleihen in die deutschen Staatsanleihen zu beobachten gewesen. Also man hat italienische und so weiter verkauft. Und dann stattdessen mit dem Geld keine neuen italienischen eingetauscht, sondern deutsche gekauft. Das hat auch was mit Rating zu tun. Nämlich, wenn ein Staat, eine Bank oder solche Geldgeschäftler im Rating runter bewertet werden, dann kann das sein, dass sie runtergewertete Papiere verkaufen müssen. Denn sie dürfen nur eine gewisse Quote mit bestimmten Zinsbelastungen halten und wenn die runtergegradet werden, dann bekommen die erhöhte Zinsen und dann ist sozusagen das Kontingent, das der Halter dieser Anleihen hält, über der roten Linie und dann müssen sie diese verkaufen. Das ist eine Form sozusagen des Dominos, was nur durch Rating, Downrating, die Folge ist, dass Gläubigerländer plötzlich zu unterkapitalisierten, wenn man so will, unter Verkaufszwang geraten Schuldnerländer werden. So, das hat noch nichts damit zu tun, dass man seine eigenen Schulden nicht bezahlen kann, sondern dass quasi die Kontingentierung innerhalb des Wertpapiere
Kontingenz, das eine Bank oder ein Staat hält, dann durch das Downrating fällt. Das ist wirklich eine katastrophale Geschichte. Insofern ist auch die Diskussion um das Rating, die Rating-Methoden, nicht völlig sinnlos. Man muss das verstehen. Nur, es kann nicht jemand, der gut sein will, der Bonität haben will, sich selbst begutachten und sagen, ja, wir sind total stark. Das geht natürlich auch nicht. Insofern, wenn 2008 bei Lehman Bankenkrach die Ratingagenturen mitschuldig waren, weil sie für jeden AAA gegeben haben, dann hat man die sozusagen gerügt und hat gesagt, ihr müsst aber härter begutachten. So, jetzt machen die Downgrading und nun ist es auch wieder nicht recht. Das ist also ein zusätzliches Problem. Ich möchte gerne heute die Wochenzeitung der Freitag vorstellen, das mache ich auch. Und ich habe nicht vergessen, um was es hier geht. Also der Käuferstreik geht also darum, dass gesagt wird, die deutschen Papiere sind nicht weggegangen. Und da kann ich nur sagen, keine Sorge, gar keine Sorge. Der Punkt ist ein anderer. Der Punkt ist der, dass wir in Deutschland jetzt über die Euro-Problematik einerseits von den Partnern, von den europäischen Ländern nicht gemocht werden. Man will das deutsche, die deutsche Haftung, die deutsche Wirtschaftskraft, aber man will nicht die deutschen Kriterien, nach denen Deutschland AAA hat. Und das sieht so aus, als wenn wir demnächst in einem Rutsch die D-Mark wieder bekommen. Und man kann es jetzt schon sagen, das wird sehr teuer. Für die anderen wird es sicherlich noch viel brutaler werden, aber auch für uns wird das ein richtiger Schlag ins Kontor. Es wird sogar sehr schnell kommen. Also das kommt jetzt nicht langsam, so wie wir das seit 2 Jahren kommen sehen, sondern das geht dann schnell. Und die Heizungen gehen deshalb noch nicht aus, aber wir werden es erleben. Das ist also nicht mehr witzig dann. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist damit nicht ausgekostet für heute, denn ich habe hier noch kurz die Taz. Die Taz, Tageszeitung aus Berlin, Genossenschaftszeitung von den Grünen, wenn man so will, wo ich mal mit Erstakteur war. Wehe, wenn es wärmer wird, Gipfel zum Start der Klimakonferenz in Durban. Da ist ein Sonntags-Extra-Beitrag über Klima. Und ich möchte mir nur eine Bemerkung erlauben dazu, was überhaupt komischerweise nie in der Diskussion ist, ist, dass unsere Erde 24 Stunden jeden Tag, also quasi permanent, nachweisliche Kalorienzufuhr bekommt von der Sonne. Die Erde wird zum Sonnenkollektor aufgeladen jede Sekunde. Diese Energie wird nicht abgegeben. Das heißt, die Erde wird aufgepumpt mit Sonnenenergie. Dass das, egal was mit CO2 und sonst was ist, keine Veränderung mit sich bringen soll, weil wir eine Vorstellung von Normalität festgesetzt haben, nach deren Statistiken wir jetzt sagen, Alarm, Alarm, es ist unnormal, das ist natürlich absurd. Es ist nur die Frage des Vergleichszeitraums, eines statistischen Zeitraums, in dem man dann sagen kann, ja, die und die Werte steigen rasant an, oder man sagt, eigentlich sind das irgendwelche unregelmäßigen Verläufe oder so, aber eines muss man sich klar machen, diese Erde, auf der wir jetzt hier biologisch vorhanden sind, sind ein Übergang. Und deshalb heißt es nicht, dass wir uns um unseren eigenen Dreck nicht zu kümmern haben, aber das muss man einfach wissen, es ist schon eine himmlische Angelegenheit hier. Die Erde am Himmel, ja, aus einer anderen Perspektive sieht es ja aus wie der blaue Planet. Gut, dann ist hier der Castor-Transport, der ist wieder aufgehalten worden, er kommt also heute in Gorleben noch nicht an. Da ist die Rede von Pfefferspray gegen Atomkraftgegner. Gestern habe ich in Nachrichten gehört, auch die Atomkraftgegner sprühen mit Gas. Spraydosen, tja, Polizeiautos brennen. Die Moral des Protestes, das möchte ich jetzt hier von der Taz von heute zum Besten geben. Kommentar von Ingo Arzt. Die Moral des Protestes. Wer jetzt noch gegen Atomkraft und Castortransporte demonstriert, Gleise und Straßen blockiert und tagelange Millionen Euro teure Polizeieinsätze provoziert, der hat doch was auf die Fresse verdient. Schließlich sind wir Deutschland einig Ausstiegsland. So ungefähr dürfte es so manchem konservativen Politiker dieser Tage durch den Kopf gehen, wenn im Wendland das traditionelle Katz-und-Maus-Spiel zwischen Castor-Gegnern und Sicherheitskräften zelebriert wird. Selbst der Grüne Winfried Kretschmann findet, Protest gegen Atomkraft habe jetzt keinen Sinn mehr
Es gibt doch einen Ausstiegsbeschluss. Nach dieser Argumentation kann man auch Pazifisten anraten, ihren Kampf für Frieden einzustellen, weil wir uns in Deutschland nicht mehr totschießen. Wer Atomkraft für unverantwortlich hält und Fukushima und Tschernobyl als wiederkehrende Tragödien begreift, der würde unmoralisch handeln, wenn er jetzt nicht mehr demonstrierte und den Rest der Welt mit dem Strahlenproblem allein ließe. Zudem gilt, solange in Europa Atomkraftwerke stehen, können wir auch hierzulande beim nächsten Super-GAU im schlimmsten Fall ganze Landstriche evakuieren. Und was ist mit der Endlagerung in Gorleben, gegen die so kräftig demonstriert wird? Bundesumweltminister Röttgen versprach schließlich eine neue, ergebnisoffene Suche nach dem besten Standort, eine Forderung der Atomkraftgegner. Problem dabei: Seit Jahrzehnten ist das Thema Endlagersuche ein reines Instrument der Politik. Gorleben musste einfach funktionieren, um Atomkraft zu legitimieren. Die Geschichte von Gorleben steckt voll Lug und Trug. Da reicht ein nett lächelnder Röttgen nicht aus, um das Misstrauen zu zerstreuen. Ingo Arz kommentiert in der Taz, und ich möchte hier noch meine Kritik anhängen. Der hinkende Vergleich hier mit dem Pazifisten und dem Krieg, der ist wie viele Vergleiche vielleicht überzeugend, aber er trägt nicht. Der setzt ja voraus, dass ein Atomkraftgegner die Atomkraft verhindern kann, indem er demonstriert. Indem ein Pazifist den Krieg verhindern kann, indem er Pazifist ist. An die politische Wirkung der Demonstranten im Wendland, an die Atomkraftgegner, an die Bewegung Atomkraft tötet, kann nicht gezweifelt werden. Und ich mache da auch selbst mit. Frieden durch Pazifismus haben wir niemals gehabt in der Geschichte und werden wir auch niemals haben, sondern Pazifismus erzeugt Gewaltvakuum. Die Folge von Gewaltvakuum ist immer, dass Gewalt von außen hineinkommt. Also Pazifismus und Frieden, tut mir leid, das hätte ich hier nicht reingeschrieben, aber der Ingo Arz scheint daran zu glauben. So, jetzt komme ich also zum Freitag. Der Freitag, die Wochenzeitung, der taucht, ich will nicht sagen taucht, er trumpft jede Woche auf, nämlich mit hier, erstes Drittel Sprengelorange sozusagen, mit einer Ikone, mit einem bunten Bild, und zwar, das hat hier den Stil der Plakate der Piratenpartei. Ja, das sind keine hochaufgelösten Vierfarbdrucke oder ich weiß nicht was, Color Set, sondern das sind Grafiken meist, und die der Zeitung immer den neuen Eindruck geben. Das ist nicht die Zeitung von letzter Woche, sondern das ist jetzt die neue, das habe ich noch nicht gesehen. So. Dann ist der Jakob Augstein, ja, ein Erbe und auch ein Namenserbe von Rudolf und Josef Augstein, der kommt wie ich aus Hannover, und ich habe mit seinem Onkel Josef Augstein, einem berühmten Strafrechtsverteidiger, persönlich zu tun gehabt. Der hat über meine Galerie in Hannover einen Film gemacht, das Plädoyer einer Vaterstadt. Da ist meine Galerie und ich sozusagen ein Exposé für die Stadt Hannover gewesen, als ich jung war. Und von daher habe ich eine Verbindung mit Augstein, natürlich auch als deutscher Demokrat und Publizist Rudolf Augstein, der Josef Augstein hier, der ja, aber wie man sagt, ein Sohn von Martin Walser sei. Es ist schließlich auch egal, denn der Jakob Augstein ist ein waches Kerlchen. Man sieht ihn viel mehr in anderen Medien, als dass der Freitag gelesen wird, und man muss sich dann sozusagen ein Bild daraus machen, wie kommt er zu seinen Mitarbeitern, wie wählt die Redaktion die Autoren aus und so weiter. Und dann ist es ganz klar, der Freitag hatte von Anfang an eigentlich kein Publikum, eher sozusagen im linken Spektrum, und versucht jetzt aber nicht das zu machen, was die Wochenzeitung Die Zeit macht, nämlich über die brutalen Reizwerte von Prominenz, von Skandal, von Gutenberg und Arschficken, kann ich gar nicht unterscheiden, ehrlich gesagt, das ist mir nicht rausgerutscht, das hatte ich mir vorher so zurechtgelegt, sondern das ist hier seriös und das argumentiert. So, dann komme ich also, das geht jetzt ganz schnell, leider, ich habe nicht so viel Zeit, ich habe jetzt hier schon so viele Minuten verbraucht. Was ich zu kritisieren habe, ganz kurz, das Thema, was wir haben, Europa,
Hier wird immer noch argumentiert, was man sich wünscht. Ja? Wie wäre Europa gut? Wie wäre der Euro zu regeln und so weiter? Die wirkliche empirische Lage aus meiner Einschätzung ist viel weiter. Wir können nicht mehr großartig justieren, wir können nicht mehr groß Tricks machen und Verabredungen. Mercosy ist eine Erfindung der deutschen Medien, habe ich nirgendwo anders gelesen, das wird kein Franzose sagen und kein Franzose schreiben und das ist auch nicht so. Und wenn ich die Argumente von Sarkozy höre gegen die Energiepolitik, gegen die Stabilitätspolitik, Eurozentralbank und so weiter, muss ich nur sagen, schminkt euch das ab. Deutschland muss wirklich sehen, was passiert und also sehen, wo es selber bleibt. Und zwar nicht gegen die anderen, sondern so gut es geht mit den anderen. Aber die D-Mark wird uns teuer kommen. Es scheint nicht anders zu sein. Das sieht hier noch nicht so aus bei dem Freitag, wenngleich es ja als Wochenzeitung auch durchaus eher den Überblick im Auge haben könnte, die größere Distanz. Dann ist hier etwas anderes. Die Beiträge zu Nordafrika und Ägypten und so weiter finde ich wirklich gründlich und kompetent. Ich gehe nicht im Einzelnen ein. Hier ist also ein Artikel von Jakob Augstein auf der Titelseite. Anstand der Zuständigen. Das Parlament stellt sich zur Lichterkette gegen rechts auf. Wo bleiben die Bürger? Hier ist also zu Recht hingewiesen von dem Herausgeber und Verleger Jakob Augstein auf der Titelseite des Freitags, dass zwischen der Proklamation der stellvertretenden Politiker, unserer Exekutive in Deutschland, und dem, was die einzelnen Menschen bewegt, ich will nicht sagen, eine Konfliktlage herrscht oder ein Widerspruch, in dem Sinne, die da oben sind die Guten und das Volk ist rechtsradikal. So ist es auch hier nicht gemeint. Aber es wird quasi eine gewisse Lethargie der Gesamtöffentlichkeit gesehen. Also man hat mal nicht mehr eine begründete Einstellung zum Nichtwählen, sondern es ist sowieso nichts zu machen. Dieses ist sozusagen eine seelische Beschreibung der Lage, die ich persönlich als eine starke Säule für den wachsenden Rechtsradikalismus halte. Diese Zersetzung, diese Haltlosigkeit, diese Unmoralität, die proklamieren Sachen, die sie gar nicht tun. Ja? Der Polizeisprecher hat sofort gesagt, nachdem gefordert wurde, aufklären die Tatsachen der 10 Morde, die auf der CD sind, vielleicht hängen die ja gar nicht zusammen. Sofort hat er gesagt, 2 Sekunden überlegt, ja, die Archive sind schon gelöscht, die Karteikästen sind schon aussortiert, wir können, das ist alles nur 5 Jahre aufbewahrt. Das stimmt überhaupt nicht. Das wird sofort gelogen und jeder weiß, die lügen, sie mauern, keine Transparenz, keine Ehrlichkeit, keine Rechtsstaatlichkeit. Und das ist hier, was der Jakob Augstein auch nicht verstanden hat. Unser Rechtsradikalismus in Deutschland ist nicht nur vom Verfassungsschutz organisiert, das ist schon wichtig. Ja, man kann durch Bildung etwas umleiten, man kann etwas ablenken, man kann etwas lähmen, etwas zersetzen oder man kann es forcieren und organisieren. Dieses hier, diese Rechtsradikalität ist organisiert. Man kann richtig die Mittel von der Farbe der Kleidung bis zu den Texten der Satzungen in den rechten Gruppierungen kann man das nachweisen. Ist aber gar nicht nötig, sondern worauf es ankommt, ist es nicht nur organisiert, sondern die Staatsfaulheit. Das ist die Ursache für die zutiefst, quasi wie eine natürliche Neokortex-Reaktion, eine Instinkthandlung nach rechts. Man muss sich um sich selber schützen, zu schützen gegen diesen Staat wehren. Das hat hier Jakob Augstein nicht erfunden. Und dann habe ich hier noch einen zweiten Artikel herausgesucht, Michael Jäger, nämlich über den Verlust der Grünen bei den jungen Wählern und der Piratenpartei, die den Grünen quasi das IT-Politik-Thema weggenommen hätten, konjunktiv, und die Piraten jetzt also auch weitere Themen von den Grünen abziehen. Das stimmt wirklich überhaupt gar nicht. Es gibt diese Parallelität auch nicht mal zu den Grünen. Die Grünen sind quasi eine basisdemokratisch entstandene Vorgartenpartei, die die Sonnenblumen schützen. Die Piratenpartei kommt tatsächlich zunächst aus dem Internet und hat gar keine lokale Anbindung. Und die sogenannten Nerds, das ist ja auch so eine Kampfparole, die hängen tatsächlich durch eine Konsumgemeinschaft zusammen, nämlich Computer, Smartphone, Internet, Software, Hardware, Design, alles was da dran hängt. Und diese Leute haben aber ein Problem mit der Rahmenregulierung der IT. Nicht nur, weil die überwiegend kalifornisch und US-amerikanisch ist, sondern auch in Deutschland
ist sozusagen die Möglichkeit, durch das Internet dezentral die ganze Welt netzartig zu kontaktieren, ist natürlich eine Sensation. Und die wird durch staatliche Auflagen und Datenschutz, Vorratsdatenspeicherung, dieses komische Wort, alles das, Urheberrechtsverwertungseinschränkung, dies alles muss politisch gefasst werden. Und da sind die Piraten sozusagen von ihrer Lebenspraxis her zu Politikern geworden, die sie an sich gar nicht von Natur aus sind, insbesondere von der politischen Reife her nicht sein können. Aber hier ist also die Analyse von dem Michael Jäger in der Wochenzeitung Meinungsmedium Der Freitag von Wissen und Macht, ist hier nicht so sehr von Kenntnissen der heutigen Piratenpartei geprägt, sondern ist mehr von dem Leid der Grünen gekennzeichnet. Aber ich will das mit diesem Kontakt, mit diesem Akzent, dieser Akzentuierung mal stehen lassen. Es ist, kommt ja wie gesagt nicht darauf an, was ich da hinein lese, wenngleich die Thematik hier, die Exposition hier auf die Piraten zielt. Soll es also ein Trauerartikel über die Grünen sein, von mir aus kann er das ja machen. Ich möchte nur sagen, ich habe versucht, an den Freitag eine E-Mail zu senden als Leserbriefe, hat nicht funktioniert. Ich habe jetzt über die Marketingabteilung E-Mail-Adresse etwas geschickt. Bin mal gespannt, ob da irgendwas kommt. Ich wünsche dem Freitag auf jeden Fall, dass er verkaufen kann, weil es ein solches Medium hier braucht. Das ist meine Einschätzung. Ich werde in Zukunft häufiger darauf eingehen. So, schönen Dank. Wiedersehen. Lichtgeschwindigkeit am 26. November 2011. Klein